Hallo zusammen, Crispy hier und heute mit einem kurzen Video zu Navigraph Charts 8, das gerade released ist und ich bin ganz aufgeregt. Es ist wie Weihnachten und ich dachte, hey, ich zeige euch einfach mal, was ich mir bisher angeschaut habe und ihr könnt euch dann auch mal ein Bild davon machen, was es da so Neues gibt. Ja, Navigraph Charts 8, das Update ist gerade rausgekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den freundlichen YouTube-Kommentar, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich bin zwar auf der Newsletter-Liste, habe aber noch keine Info bekommen offiziell, dass es raus ist. Ich habe dann aber mal die Charts gestartet und es hat sich direkt geupdatet. Und ja, die wichtigste Neuerung für mich, es gibt jetzt einen VFA-Modus, der die VFA-Daten von ja, der ganzen Welt angeblich hat. Ich kann es jetzt nur für Deutschland beurteilen, England habe ich auch mal ein bisschen geguckt. Ich muss sagen, es ist großartig geworden. Halleluja, es ist fantastisch. Warum? Ich zeige es euch einfach mal. Also wer weiß, ich bin ja gern VFA unterwegs. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ich da mal unterwegs bin, folgt mir gern auf Twitch. Da finden die meisten Flüge live statt oder hinterlasst mir hier ein Abo. Dann kriegt ihr es auf jeden Fall auch mit. Aber schaut euch einfach nur das hier an. Also jeder, der schon VFA auf Wetzim geflogen ist, kennt den Schmerz, den wir so haben, um solche Dinger hier zu finden. Hier ist der Flughafen Münster-Osnabrück und hier sind alle Routen und Meldepunkte eingezeichnet und sichtbar. Und nicht nur das, hier steht zum Beispiel auch dran, dass bei der Departure dürfen wir maximal auf 2000 Fuß diese Route fliegen. Obwohl, wohlgemerkt, der kontrollierte Luftraum hier bis 2500 Fuß geht, beziehungsweise der Luftraum des Towers bis 2500 Fuß geht. Aber 2000 Fuß ist die Maximum für diese Route hier nach Tango. Oder hier nach November. November 1 ist auch ein Pflichtmeldepunkt, erkennen wir an dem schwarzen, ausgefüllten Dreieck. November 2 ist kein Pflichtmeldepunkt, ist ein Meldepunkt. Aber dann müssen wir uns nicht melden, es sei denn, wir werden explizit darum gebeten, dass wir uns dann dort melden. Es ist hier das Holding eingemalt, wo wir hier halten sollten, falls wir ne, warten müssen auf die Erlaubnis hier zu landen, hier auf der anderen Seite das andere Pattern. Es ist angezeichnet auch, in welche Richtung wir das Ganze fliegen müssen. Es ist großartig. Flüsse sind eingezeichnet, Städte, größere Straßen, Autobahnen. Das, was für die VFA-Piloten wichtig ist, zu sehen. Hier ein kleinerer Flughafen, Osnabrück-Atterheide. Meine ich, in Anführungszeichen Heimatflughafen, wo ich meine Touren immer von starte. Ist hier auch die Platzrunde eingezeichnet mit der Angabe, dass man die auf 1000 Fuß fliegen soll. Also, wie super. Sogar hier Helikopter-Arrival für Krankenhaus, was hier ist. Das müsste Finkenhügel sein. Wir haben hier noch ein zweites Krankenhaus, Helikopter-Arrivals für das Marienhospital in Osnabrück. Wir haben die großen Windräder angezeichnet. Wir haben hier oben Achmar, den Flugplatz. Also, es ist einfach großartig. Und, das haltet euch mal fest, ich gehe mal kurz ein Stückchen weiter hier nach Bremen. Auch hier wunderbar die Routen eingezeichnet. Und wir gehen mal ein bisschen näher. Ein bisschen näher. Und tada! Wir haben die Taxiways einfach direkt auf der gleichen Karte. Also wir haben immer noch die Charts. Die können wir immer noch nutzen, die ihr auch kennt vom IFA-Fliegen. Aber ihr könnt auch einfach ranzoomen und seht, hier ist Echo, hier ist Delta, hier ist Foxtrot. Hier sind die einzelnen Parkplätze eingemalt. Tatsächlich auch so benannt, soweit ich das beurteilen kann. Noch mal kurz nach Berlin gucken, dann kann ich es noch ein bisschen besser beurteilen. Ja, also hier steht auch tatsächlich dass die Gate-Nummer dran, die korrekte. Und nicht so, wie es im Flugsimulator ist, da wäre das hier irgendwie Parkplatz 11, 12, 13. Nein, das ist tatsächlich, wie es in den Charts steht. Hier ist sogar eine Hotspot-Markierung drin. Die ganzen Haltelinien, es ist großartig. Ich bin begeistert. Was auch drin ist, was ich sehr gut fand, das konnte ich gut sehen jetzt hier in Dänemark, im Bereich von Kopenhagen. Hier hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen bei Little Nav Map. Ich bin hier von Kalundborg gestartet und nach Osten geflogen. Und hier der Luftraum, der Charlie-Luftraum, steht hier 1500 Fuß bis Fluglevel 195. Ja, das ist doch mal eine Info. Das ist die Grenze. Ich muss also unter 1500 oder über 195 bleiben. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich aber tatsächlich, weil er die Daten geladen hat,
Es ist zurzeit ein bisschen langsam. Ich hoffe, das liegt daran, weil gerade ganz viele Leute das ausprobieren und nicht, weil das Programm an sich langsam ist. Dass hier tatsächlich 4 Lufträume übereinander gestapelt sind, was in der NavMap ein bisschen unübersichtlich war, wo da jetzt welche Grenzen sind und was davon jetzt für mich wirklich wichtig ist, das rauszusuchen, war nicht so einfach. Aber hier steht es halt einfach direkt dran, zusammengefasst, und es ist super, es ist großartig. Bin begeistert. Hier so Flugverbotszonen bzw. so Noise Abandonment-Dinger sind anscheinend auch eingezeichnet. Das habe ich noch nicht ganz unterscheiden können, was davon jetzt Flugverbot und was Noise Abandonment sind. Ich weiß zum Beispiel, in Berlin gibt es hier einen Restricted Airspace, der hat hier auch einen Namen, der R146, und hier steht es aber auch drauf, von Ground bis 5000 Fuß geht das Ganze. Ja, und wenn wir einen Flug planen, ist das auch so einfach, wie man sich das so vorstellt. Wir nehmen mal hier Schönhagen, wo übrigens auch so IFR-Approach-Bereiche eingezeichnet sind. Schönhagen ist auch eine Radio-Mandatory-Zone. Und wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, mal einen neuen Flug mache, VFR auf, weiß ich nicht, 2000 Fuß. Und wir starten hier von EDAZ, Schönhagen, nach was gibt's da im Norden? Hier gibt's doch sowas. Bernneuchen, ED, BW, E, BW. Und dann kann ich hier meinen Runway auswählen. Dauert einen kleinen Moment. Wie gesagt, ich glaube, die Daten sind da gerade, die Server sind da gerade ein bisschen überlastet. Und beim Arrival genauso. Ich habe gesehen, bei den größeren Flughäfen, wo es Wetterinformationen gibt, wie Berlin, würdet ihr hier auch sehen können, wie der Wind bei der jeweiligen Runway gerade ist. Also ob der Wind gerade da von Norden kommt oder von Süden oder Osten oder Westen. Und entsprechend noch besser auswählen, wo es lang gehen soll. Hat er hier die Flughäfen verloren? So viel dazu. Die Bugs sind anscheinend noch nicht ganz ausgemerzt. Okay, den hat er. Es dauert alles ein bisschen länger, so wie es aussieht. Aha, so, jetzt haben wir hier auch die Route. Genau, und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier über November fliegen. Und dann über das VOA. Und dann fliegen wir hier über Mike nach aus. Und dann habe ich hier meine Route zusammengeklickt. Wenn wir jetzt mal gucken, hier EDBW, hier gibt es dann auch noch die Charts. Da hat er aber, glaube ich, nichts weiter. Oder er lädt noch. Nein, hat er hier nicht, dafür ist der Flughafen zu klein. Hier für Berlin-Brandenburg natürlich die üblichen Navigraph-Charts, hätte ich fast gesagt, die ihr euch einfach natürlich öffnen oder auch hier über die Karte legen könnt. Das sind so die Sachen, die ihr schon aus den IFR-Fliegereien kennt, oder auch hier die Taxi-Charts, die aber jetzt schon so ein bisschen fast überflüssig geworden sind. Dadurch, dass man sie hier auch sich direkt anzeigen kann. Es ist auf jeden Fall eine tolle Kombination. Ich finde den Mix sehr gelungen. Und ja, die einzigen 2 Kleinigkeiten, die mir jetzt schon aufgefallen sind, wo ich gucken muss, wie es mich in der Praxis stört, sind zum einen gibt es keine Darstellung so mit Google Maps. Das hätte ich noch schön gefunden. Oder was Ähnlichem, von mir ist auch OpenStreetMap oder Ähnliches. Ich kann hier zum Beispiel in Berlin keine Sehenswürdigkeiten sehen. Also wo ist jetzt hier das Brandenburger Tor? Dass da die Siegessäule ist, weiß ich zufällig. Ne, aber es ist halt leer. Es ist reduziert auf das, was für einen VFR-Piloten wichtig ist, eben zum Navigieren, nicht zum Sightseeing-Fliegen. Und was mich persönlich auch ein bisschen stört, ist die Farbwahl. Hier so zum Beispiel der Delta-Luftraum hier. Vom Boden bis 2500 Fuß ist so ein Grün auf, in dem Fall hier, grünen Untergrund.
Ah, da weiß ich noch nicht genau, ob es das ist, also ob ich das gut finde oder nicht. Ob das Schwierigkeiten machen könnte. Aber wie gesagt, ich bin einfach begeistert, dass die ganzen Routen drin sind, die ganzen Meldepunkte. Und ja, ich kann auch mal kurz hier, natürlich auch hier bei Edinburgh zum Beispiel, ist es auch eingemalt. Ja, großartig. Ich bin absolut begeistert. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, es bald demnächst bei meinen Flügen einzusetzen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ich dann live unterwegs bin, folgt mir gerne auf Twitch. Da kriegt ihr es dann auch mit, wenn ich, wie gesagt, live unterwegs bin. Oder hinterlasst mir hier ein Abo auf YouTube. Dann kriegt ihr auch die Flüge mit, wenn ich mal wieder unterwegs war. Apropos Abo, das ist noch ein guter Punkt. Was kostet nämlich der ganze Spaß? Das Ganze gibt es nämlich nur als Abo, das Programm. Und ja, empfohlen wird hier Navigraph Unlimited. Das heißt, ihr habt hier das Programm, was ihr gerade gesehen habt, für die Karten. Ihr bekommt die NAV-Daten, da gibt es noch ein kleines Programm dazu. Dann könnt ihr zum Beispiel im Aerosoft CRJ oder im PMDG 737 anderen Fliegern die Navigationsdatenbanken aktualisieren, immer auf den neuesten Stand haben. Was sie mit Flight Planning meinen, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht weiß das einer von euch. Der ganze Spaß kostet pro Monat 9,88 € oder pro Jahr 89,13 €. Ob es euch das wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Ich sag mal, für mich persönlich war es immer ein bisschen Schmerzgrenze. Die überschlagen 10 € im Monat zu zahlen für IFA-Flüge, wovon ich so 4, 5 im Monat gemacht habe. Ich war aber schon immer sehr auf die Karten angewiesen und habe es als sehr große Hilfe empfunden. Deswegen habe ich das so zähneknirschend schon so irgendwie hingenommen. Jetzt, wo es aber tatsächlich auch die VFA-Daten vollständig beinhaltet und in so einer guten Darstellung, zumindest im Moment würde ich ganz klar sagen, ist es das Geld auf jeden Fall wert. Zumindest für mich persönlich. Ich bin hier an keiner Stelle gesponsert oder so von Navigraph. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Hinterlasst mir gern einen Kommentar, wie ihr das seht. Ist es euch das Geld wert und habt ihr vielleicht schon Erfahrung gemacht? Wie ging es euch mit den Flügen jetzt hier mit den Charts 8, mit den neuen? Lasst es mich gerne wissen und ich würde sagen, an dieser Stelle, ich hoffe, wir sehen uns dann bald, wenn ich unterwegs bin und uns meinen ersten Flug hier plane. Und macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.